So, willkommen zu Black Ops 3 Zombies und ja, nicht Black Ops 1. Denn wir spielen Kino der Toten, könnte man schon fast vermuten, dass es vielleicht doch Black Ops 1 ist, aber nein, das ist Black Ops 3. Das Ganze ist nämlich in diesem Zombie Chronicle Pack enthalten und ich habe mir mal gedacht, das holst du dir mal und spielst es mal ein bisschen. Jetzt haben wir aber auch wieder hier genug gelabert wie Stromberg, ne? Also, so ein bisschen angelehnt wieder. Das muss ja nicht sein. Ich find's immer lustig, wie wenig Zombies hier eigentlich am Anfang kommen. Schön erstmal daneben messern. Bin ich dumm, ey! Ja, läuft! Läuft! Okay. Stabil. So, auch ein neues. Diesmal mit drei Leuten. Der Typ war eben schon mit mir drin. Der scheint irgendwie jetzt. Lol. Ist der AFK oder was? Aber du guckst nur gerade aus, so Depp. So, jetzt gönnen wir uns erstmal ein paar Kaugummis. Weil wir einfach krass sind. So. Zum Aktivieren 10 Sekunden lang ignoriert von Zombies. Okay. Dann nutzen wir. Lol. Der hat einfach direkt die Tür geöffnet. Was ist das denn für ein geiler Boy? Boy! Boy. Komm, komm mal jetzt die Vespa. Müssen ja irgendwas reißen. Jetzt kauf die doch! Lol! Oder auch nicht. Die ist zu teuer. Wie kann denn eine Vespa zu teuer? Ah, ich hätte das scheiß Ding hier kaufen. Hallo! Ich habe eine scheiße Waffe gekauft, weil ich sonst keine scheiße Munition hab. Blöd. Was kommen hier eigentlich immer für Blitze durch, hä? Extra Cola! Ich hätte gerne ein Big Mac. Und den Big King XXL! Und eine extra Cola. Ich hätte gerne eine extra Cola. Junge, wie schnell hat denn der hier den Strom eingeschaltet, der Sack? Kann man das einer mal erzählen? Hier laufen ganz schön wenig Zombies durch die Gegend. Uah, Alter, hat der mich gerade erschrocken. So, wenn man vom Teufel spricht, ne? Überleben Sie! Jetzt kommt Runde 3. So, jetzt. Oh! Ich hab Pisserwand. Au. Hat er gespuckt, der Sack. Hat er mich angerotzt. Die blöde Funz. So, wenn ich jetzt einen Teddybär kriege, ne? Leute. Da rappelt's aber echt im Karton. Ihr könnt euch mal schön verpissen, das ist meine Waffe nämlich. Oh, AK-74. Nice! Nice, Alter! Nice, sogar mit Rotpunktvisier. Das ist was Schickes. Ich weiß ehrlich gesagt noch immer nicht, ob es hier Pack-a-Punch gibt. Pack-a-Punch, also sowas wie in dein Gesicht. Oh, Leute, kennt ihr das, wenn man. Boah. Zum Glück nutze ich nicht oft eine Facecam. Hättet ihr gerade mein Gesicht gesehen, ey. Kennt ihr das, wenn ihr. Popel verschluckt, während ihr schlucken müsst? Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich der einzige Ekelhafte, der das kennt. Nein! Oh, ihr seid doch solche Pisser, ey! Nur weil der Tisch hier im Weg ist! Boah. Warum bin ich jetzt revived worden? Hatte ich irgendeinen Perk dafür oder was? Nein. Ich hab da auch diesen Perk, wo man die Zombies zerplatzen lassen kann, ey. Warum benutze ich das denn nicht? Oh mein Gott, ne? Automatische Shotgun, besser als nix. Ich frag mich ja noch immer, wer die Namen erfunden hat, der Waffen hier, ne? 205 Brecci. Italienischer Waffenhersteller in der Zukunft wahrscheinlich. Oh, wie die einen hier anschleimen, diese ekelhaften Schmocks, ey. Wie ekelhaft die Wand hier runterklettern, ey, als wären sie Gollum. Na, kommt ruhig, ihr Säcke, ey. Reiner, Junge!
Schreiner Meister, Alter. Ach, Mensch, hör auf! So. Ganz schön viel Munition. Ich kann mir noch ein paar Perks holen, aber... Wo gibt's die oder was? Hier gibt's so viel Kram. Ah, da hinten gibt's noch was. Hier gibt's da auch noch was. Was gab's? Extra Cola. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das ist. Ja, hier gab's noch irgendwo einen Perk, wo man schnell sprinten kann. Ich weiß aber nicht mehr, wo der war. Ich muss einfach mal gucken. Juggernaut haben wir. Kann man nochmal Juggernaut holen? Nee, kann man nicht. Wenn man es einmal hat. Also noch stärker werden kann man anscheinend nicht. Da hat einer gerade einen Bär bekommen, das hat man dann im Ton gehört. Kann man hier raus? Nein, nämlich schon, oder? Ah, guck mal, hier hat noch gar keiner die Tür aufgemacht. Kann der auch noch hier raus? Hehehe! So! Ihr Pisser, hä? Ich glaube zwar nicht, dass das so eine gute Idee ist. Oder doch? Ich weiß es nicht. Das sieht so dunkel aus, ey. In der Dunkelkammer. Ich habe Angst, ey. Echt ein bisschen Angst gerade. Ein bisschen Angst kann man hier schon haben. Boah, Junge, das sieht aus wie ein Darkroom hier, Alter. Nein. Jetzt ist automatisch auch die Tür aufgegangen. Ach, schneller nachladen ist der Sick hier. Kann man die Waffen gar nicht klauen? Schade. So! Schlussverkauf. Was ist denn Schlussverkauf? Oh, dann verteidige mich mal hier, du Pisser, ne? Strahlenkanone Mark II? Lol. Die war im Black Ops 2 mit einer der besten Knarren. Da dachte ich am Anfang jedes Mal, das ist ein richtiges Scheißteil. Ich habe es damals Wasserpistole genannt. Wenn ich das Video noch finde auf meinem Kanal von Black Ops 2, das habe ich nämlich hochgeladen damals vor 5 Jahren oder so. Da habe ich nämlich noch gesagt, was ist das denn für eine scheiß Wasserpistole, und habe das Ding weggepackt. Dann blende ich sie jetzt ein. Ja, ich habe wieder Geld! Oh. Ja, das ist aber schön. Aua. Komm, bitte vernünftig. Nein! Was ist das für ein Scheiß? Irgend so eine Wasserpistole. Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Fuck. Irgend so eine Wasserpistole habe ich. Ich habe schon... Jawohl! Ja, das war das Ding, was ich eben die ganze Zeit hatte. Das ist so scheiße. Die ist geil, wenn du die... Die ist geil! Alter, ich habe die nicht aufgenommen. Warum sagst du mir das nicht? Die hatte ich dreimal. Nee, oder? Doch. Nicht dreimal hatte ich die. Guck jetzt an. Geht jetzt nur noch ab. Ja, super! Und ich schnipp's einfach nicht auf. Das kann ich ja nicht wissen, ey. Alle, die Zuschauer werden sie jetzt auch einen Arsch ablachen, Alter. Ja, da zieht er die ganze Zeit die Raygun, ne? Oh, die Wasserpistole, die ist übrigens scheiße. Und dann meckere ich auch noch so. Ja, scheiß Raygun. Ach, ich laufe in die falsche Richtung. Nein. Und da kommen sie auch noch an. Das ist ja mega unfair. Komm halt einfach von... Von allen Seiten, Alter. Ey, warum attackst du mich so from the side of life, Junge? Wie talkst du? Wie talkst du eigentlich mit mir, Vater? Du attackst mich hier von der side of life. Zum Glück habe ich schnell nachladen, Alter. Und muss nicht 10 Jahre warten, bis ich nachlade. So, jetzt merkt man schon, jetzt wird der Druck ein bisschen höher. Aber es ist noch chillig. Es ist noch ganz schön chillig. Das darf man jetzt nicht sagen, ne? Dass es irgendwie stressig wäre oder so. Du Monster, Brett! Hier. Gift für die Welt! Zerstörung rasselt auf die Unheiligen hernieder! Okay. Er rastet komplett aus. Rasselt auf die Unheiligen wieder. Aha! Der Antichrist hat da zu uns gesprochen. So. Ach komm, warum krieg ich eigentlich immer noch... Komm, ich nehm die jetzt. Ja, leichter als seine Feder. Ne? Da hat einer versucht, ein bisschen auf Mohammed Ali zu machen. Schweben wie Smetterlings, desse wie Biene. Und Max, Alter.
Den Witz habe jetzt leider nur Insider verstanden, die schon vor vielen, vielen Jahren bei mir auf dem Kanal dabei waren. Und eigentlich war es kein Witz, eigentlich war es ein Flachwitz. Und die früher viele der alten COD-Kommentatoren in der deutschen YouTube-Szene verfolgt haben. Ah! Wenn einer dabei ist, der ihn verstanden hat, dann schreibt's mal rein. Das würde mich echt interessieren. Glaubt, jeder hat sich jetzt wahrscheinlich gedacht. Lol. Und Max? Ist der dumm oder was? Verstehe ich nicht. Ja, ja. Ausgelöscht, so wie ein Feuerbrand von der Feuerwehr. Alle. An die Fresse, du alter Depp. Was ist Schlussverkauf, verdammt? Weiß halt echt nicht, was das ist. Was dieses Schlussverkauf sein soll. Was ist Schlussverkauf, Blärt? Ich kenne nur Sommerschluss und Winterschlussverkauf. Instakill! Alter, die kommen da alle in Massen runter, oder? Die Pisser. Aber hier kann man gut Punkte geiern jetzt. Ich will nämlich Para! Money! Ich hab bald 10.000. Okay. Der Typ auf Platz 1 hat einfach 11.000. Bei dem läuft's richtig. Was ist das denn? Speed Cola. Okay. Amphetamin Cola. Kann man das wahrscheinlich auch nennen. So. Kann ich mir jetzt mal. Warum ist die Kiste denn jetzt weg? Alter, wieder mit. Steht die jetzt schon wieder da? Ja. Irgendein Depp hat wieder einen Teddybär bekommen. Yo! Dingo! Ja, nicht das Fahrzeug, ne? Die Waffe. Die Waffe! Mensch, Leute, nicht das Fahrzeug. So. Der hier hat auch ganz viel Geld. Geld zu viel. Und ich leite mal Verteidigungsmaßnahmen ein. Hier wird jetzt überall verteidigt. Verteidigt des Zorns. Wenn wir schon. Oh! Da ist einfach in die Granate reingelaufen. Oh, Todbringer. Nice! Das hört sich an wie so ein Furz. Oh. Zum Glück lade ich so schnell nach gerade. Den ganzen schon flott die Viecher hier. Okay, da ist jetzt der erste erstmal auf dem Boden, glaube ich, gewesen. Jetzt kann man aber die ganzen Verteidigungsdinger hier anmachen. Das ist schon mal gut. Macht sie das Ding mal hier auf. Das Geschütz hier aktivieren. Kann man den Dreck hier wieder aktivieren. Jo, kann man. Kann man noch aktivieren, kann man den hier auch aktivieren. Aber sicher doch. Für neue Waffen habe ich gerade leider keine Zeit. Ich weiß nicht, ob ich die AK gleich, wenn ich was Besseres kriege, eintauschen soll. Aber ich finde die AK eigentlich ganz cool. Das ist die einzige Waffe, die so wirklich ein Visier dran hat. Wisst ihr, was ich übelst feiern würde? Also jetzt mal ohne Scheiß. Was ich natürlich mehr feiern würde, wäre natürlich sowas wie Modern Warfare 2 Remastered oder so. Aber was ich richtig krass feiern würde, wäre sowas wie ein, boah, fuck, Alter. Du, was ist hier los?
wäre sowas wie ein Black Ops 3 Remastered, weil ich fand den Zombie-Modus in Black Ops 2 übel geil. Ich würde schon fast sagen, der Zombie-Modus in Black Ops 2 war der beste Zombie-Modus, der rausgekommen ist. Oh! Nein! 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 Bitte revive mich, Alter. Oh mein Gott, war das schlecht. Ich laufe doch mitten in die Reihen, die Spastis, ey. Bitte revive mich. Bitte. Komm und werde mein Retter, Alter. Oh, danke, ey. Das war so eine richtig dumme Aktion gerade. Oh ne, jetzt habe ich die Perks alle nicht mehr. Ach, fick dich doch. Muss ich mir jetzt echt die Perks alle neu kaufen? Dann hol ich mir mal Juggernaut schnell. Ausgerechnet jetzt werde ich in die Ecke gedrängt, weißt du? Da ist noch Speed Cola hinten. Extra Cola? Ist das extra Cola? Weiß nicht, ob das gleiche ist. Extra Cola und Speed Cola. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay, ist nicht das gleiche. Ich muss mir Speed Cola holen hinten. So, Geschütz an. Damit mich hier ja keiner angreifen kann von dem Pissern. Und Speed Cola holen. Zack, Alter! Jetzt wird hier wieder nachgeladen wie Instructor Zero. Beschleunig dein Leben. Oh, jetzt ist wieder. Ach, da ist das Ding. Okay. Ich kann sagen, Alter, verreck halt nicht. So, Runde 16. Die Verdammten werden zugrunde gehen. Oh. Zwei MGs haben wir jetzt. Zwei MGs, die schnell nachladen mit zwei verschiedenen Munitionstypen. Das heißt, ha! Jetzt gibt's Stress hier, Alter. Da werft ihr erstmal den Golfball rein. Lass dir Zeit, Junge. Lass dir Zeit. Ich würde immer mal gern wischen. Wischen. No. Wissen, ob es hier Pack-a-Punch gibt. Oh Mann, verpiss dich! Meine Fresse! Da muss dir ein Zombie im Weg stehen und du kommst einfach nicht vorbei. Ey, das ist doch teilweise so ein Dreck, ne? So ein dummer Scheiß. Ja, und er lässt mich jetzt wahrscheinlich hier verrecken. Kann ich auch irgendwie verstehen. Uah! 16 Runden überlebt. Ich war besser als der. Und ich bin nicht Level 29. Naja. 16 Runden überlebt, eigentlich nichts. Aber besser als nichts für den Anfang. Ja, machen wir nichts dran. So Leute, haut rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.